Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für inklusives Wohnen auf dem Land interessieren. Ja, wie kann man inklusive Wohnformen denn auch in ländlichen Regionen umsetzen? Diese Frage treibt uns schon ganz lange um, denn viele unserer Mitgliedsorganisationen sind ja eher Organisationen, also zum Beispiel Träger der Behindertenhilfe oder auch Privatgruppen in der Stadt. Und ein häufiges Konzept ist eine Wohngemeinschaft, wo dann junge Menschen mit Behinderung und junge Menschen ohne Behinderung zusammenleben. Häufig sind die jungen Menschen ohne Behinderung dann Studierende und die gibt es in der Stadt natürlich viele, aber auf dem Land häufig nicht. Deswegen ist die Frage, was man da ja für ein neues Konzept umsetzen kann. Zu diesem Thema haben wir jetzt einen Workshop organisiert und uns dazu Nadja und Fridolin Sack eingeladen. Nadja und Frido wohnen schon lange selber in Wohngemeinschaften von gemeinsamem Leben lernen und ja, erst getrennt und dann noch zusammen und haben dort auch Fiete, ihr Kind, bekommen. Und das war, glaube ich, eine schöne Zeit, aber auch eine große Herausforderung, wie sie uns berichtet haben. Und sind sehr froh, dass sie jetzt seit Anfang des Jahres, Anfang 2021, in der Haus- und Hofgemeinschaft von gemeinsamem Leben lernen wohnen können, die ganz neu eröffnet wurde. Was das Konzept ist, das werden sie euch gleich selber verraten. Und ja, nach dem Input im ersten Teil von Ihnen und den Fragen aus dem Publikum geht es im zweiten Teil dann um die besonderen Herausforderungen von inklusivem Wohnen auf dem Land. Dazu hat mein Kollege Lars Gerhardt einen kurzen Input vorbereitet und auch den haben wir dann mit den Teilnehmern diskutiert. Ja, in dem Sinne bleibt nur noch zu sagen, hier beginnt jetzt die Aufzeichnung vom Workshop und viel Spaß beim Anschauen. Ist ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen die Frage, was machen wir eigentlich hier? Es geht um inklusives Wohnen auf dem Land, aber wir wohnen doch in München. Wir haben es hier rechts auf dem Stadtplan von München mal eingezeichnet, dieser rote Punkt, dass es da ungefähr steht, das Haus, in dem wir wohnen. Das ist ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen seltsam, dass wir euch hier jetzt irgendwie was vom Land erzählen wollen, als Münchner. Als der Tobi mich angefragt hat für den Workshop, da habe ich, war mein erster Gedanke, so eine Frechheit, dass er uns hier als Landmenschen abstempelt. Aber es hat natürlich einen anderen Hintergrund. Und zwar, dass wir eben glauben, dass das Konzept dieser Haus- und Hofgemeinschaft hier auch auf dem Land funktionieren könnte, im Gegensatz zu den WGs, die wir halt hier bei GLL in München schon seit vielen Jahren kennen. Und um quasi zu verstehen, wie wir auf die Idee kommen, dass es was für es sein könnte, würde ich so ein bisschen eben bei den WGs anfangen und mal kurz einen Abriss geben. Ich glaube, die meisten von euch kennen es sowieso schon so ein bisschen über dieses WG-Konzept von GLL. Ja, also es ist praktisch immer irgendwie eine Wohnung oder ein Haus, je nachdem. Da wohnen 9 Menschen, das sind immer 5 Menschen mit einer sogenannten Behinderung und 4 ohne. Und es gibt eben noch externe Kräfte. Das ist einmal eine pädagogische Fachkraft, die eben dann in der WG arbeitet, die den ganzen Verwaltungskram macht und dabei eben auch Dienste übernimmt. Und es gibt eine Freiwillige im sozialen Jahr. Und das Prinzip ist eigentlich immer, man hat halt, also jeder hat sein eigenes Zimmer. Und dann gibt es aber zusätzlich eben noch eine gemeinsame Küche, wo man zusammen kocht, gemeinsame Bäder und so weiter. Und das Grundprinzip ist eben immer dieses mietfreie Wohnen gegen Mithilfe. Das heißt, man hat eben so Dienste, die man erledigen muss und dafür zahlt man keine Miete. Ja, also dazu ganz grob. Wir werden später dann auch noch mal ein bisschen genaueres dazu hören. Und jetzt so ein bisschen retrospektiv ja inzwischen schon für uns. Wir fanden es super, ja. Also wir haben wirklich jetzt viele, viele Jahre in den WGs gelebt. Bei mir sind es gute 8, glaube ich, gewesen, bei der Nadja 6, also wirklich lange Zeit. Aber was man eben feststellt, es ist nicht für jeden was und es ist auch nicht für immer was. Ja, das heißt zum einen nicht für jeden. Es gibt einfach Leute, die sich das nicht so vorstellen können, mit so einer großen Gruppe zu wohnen. Die sich vielleicht nicht vorstellen können, sich mit anderen Leuten ein Bad zu teilen oder so. Und selbst für Leute, die das
cool finden oder mal cool fanden zumindest, ist es dann halt doch so, dass man halt manchmal seine Ruhe will und manchmal nicht ausdiskutieren will, wer jetzt irgendwie schon wieder das Waschbecken dreckig gemacht hat und wer das jetzt sauber machen muss oder sowas. Ja, da hat man vielleicht irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und es ist eben erfahrungsgemäß auch nicht für alle Zielgruppen was. Ja, also für Paare und Familien ist es schwierig. Wir hatten zum Glück die Möglichkeit, eine Zeit lang als Paar und dann auch als Familie in der WG zu wohnen. Das ist nicht selbstverständlich und das war für uns jetzt am Ende schon auch so, dass klar war, das ist kein Dauerzustand, einfach aus Platzgründen, weil wir halt da irgendwie so zwei WG-Zimmerchen hatten und einfach einen viel größeren Platzbedarf. Und was sozusagen euer Problem ist, das ist die Erfahrung, die sich hier einfach gezeigt hat in den letzten Jahrzehnten, da ziehen fast nur Studierende ein in diese WGs. Ja? Also die allermeisten WG-Bewohnerinnen sind einfach Studierende und viele ziehen dann halt aus, wenn sie mit ihrem Studium fertig sind oder wenn sie halt dann irgendwie mit ihrem Partner zusammenziehen wollen oder wie auch immer. Und das ist natürlich auf dem Land ein Problem, wenn man keine Uni in der Nähe hat. Und das ist praktisch nicht unser Problem gewesen. Deswegen haben wir jetzt praktisch mit dieser Haus- und Hofgemeinschaft auch nicht versucht, dieses Problem zu lösen. Aber wir glauben, wir haben es aus Versehen sozusagen mitgelöst. Was wollten wir denn? Wir wollten irgendwie sowas Ähnliches wie eine WG. Wir wollten eben diese Gemeinschaft erhalten, dass man in der Gruppe irgendwie Zeit verbringt und sich gegenseitig unterstützt. Und wir wollten aber irgendwie diese Nachteile weghaben, die diese WG mit sich bringt. Also wir wollen mehr Raum für Individualität, mehr Privatsphäre für jeden Einzelnen. Wir wollen eine breitere Zielgruppe ansprechen, also auch Paare, die ein höheres Platzbedürfnis haben, Familien, auch vielleicht ältere, alleinstehende Menschen, die zwar Lust auf eine Gruppe haben, aber sie es nicht vorstellen können, mit jemand anderem sich ein Bad zu teilen oder sowas. Solche Leute wollten wir eben auch ansprechen mit diesem Konzept. Und die Lösung, ganz kurz zusammengefasst, war einfach, größer ist besser. Ja, wir haben einfach mehr Platz gebraucht als in der WG. Hier rechts auf dem Foto, das ist tatsächlich das Haus, in dem wir jetzt leben, noch in der Bauphase. Das ist schon ganz schön groß. Ja, wir werden nachher auch noch ein bisschen zu den Dimensionen kommen. Das ist schon im Vergleich zu so einer normalen WG, die irgendwie häufig so 250, 300 Quadratmeter Wohnfläche oder sowas hat, das Haus ist doppelt so groß. Was haben wir verändert im Vergleich zur WG? Die Idee, die ist eigentlich fast ein bisschen geklaut von Wohngenossenschaften, zum Beispiel auch hier in München, ist, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir machen einfach beides. Ja? Also jeder kriegt seine eigene Wohnung und dann gibt es halt zusätzlich noch Gemeinschaftsräume. Ja, jetzt hier auf der rechten Seite, das ist jetzt nicht von uns der Grundriss, sondern eben von der Wagnis, einer Wohnungsbaugenossenschaft. Die nennen das, glaube ich, Clusterwohnen, dass man praktisch sagt, man hat hier eben die einzelnen Apartments und die sind in sich abgeschlossen. Also jedes Apartment hat eine Küchenzeile, jedes Apartment hat ein eigenes Bad. Das ist einfach eine ganz normale Wohnung. Und dann werden diese Apartments aber eben noch durch einen Gemeinschaftsbereich verbunden, wo es dann eben nochmal eine Küche gibt, wo man zusammen kochen kann, irgendwie Sofas oder sowas, wo man gemeinsam sitzen kann. Und das war praktisch die Idee, die wir einfach nur kopiert haben für unsere Zwecke, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einzelne Wohnungen auch in unterschiedlichen Größen, dass eben auch Wohnungen dabei sind, wo man als Paar wohnen kann, wo Wohnungen dabei sind, wo man als Familie wohnen kann. Und die Hilfe kommt dann eben auch im Vergleich zur WG eher in die Wohnung. Man wird in der Wohnung praktisch unterstützt bei dem, was man da tun will. Und gleichzeitig braucht man aber eben die Gemeinschaftsräume, die im besten Fall auch noch möglichst attraktiv sind, damit man sich da eben auch gerne auffällt, damit es praktisch irgendwie so ein Faktor gibt, dass man sagt, hey, komm, lass uns doch runtergehen, da ist es irgendwie so schön, wir können irgendwie im Garten sitzen, wir haben eben auch einen gemeinsamen Garten hier als Haus, dass wir eben da draußen Zeit verbringen können, wo man dann automatisch irgendwie in Kontakt kommt mit den anderen. Je attraktiver das ist, desto
mehr Kontakt hoffen wir entsteht dann da auch. Genau, was wir jetzt noch extra haben hier, ist auch noch ein freies Apartment sozusagen für Gäste, dass wir praktisch gesagt haben, eine Wohnung, die im Haus bei uns ist, die lassen wir einfach leer. Und wenn jemand Besuch empfängt über Nacht, dann kann dieser Besuch in dieser Wohnung untergebracht werden. Und es braucht nicht praktisch jeder irgendwie sein einzelnes Gästezimmer oder Schlafsofa oder was auch immer, sondern es gibt es irgendwie einmal zentral. Genau, konkret heißt es, wir sind jetzt hier bei uns 15 Erwachsene und zwei Kinder, wobei, wie ihr ja gerade schon gehört habt, die Tendenz bei den Kindern ist steigend. Das teilt sich so auf, dass es eben bei den Bewohnern mit einer sogenannten Behinderung vier Singles und ein Paar sind, also fünf Wohnungen. Und bei den Bewohnern ohne Behinderung sind es drei Singles, ein Paar und zwei Familien, also sechs Wohnungen. Und mit dem Gästeapartment, das ich ja gerade schon angesprochen habe, sind es dann eben 12 Wohnungen insgesamt in einem Haus. Und insgesamt sind es eben so ungefähr 675 Quadratmeter Wohnfläche. Also das ist schon richtig groß, ein richtig großes Haus. Und von diesen 675 Quadratmetern sind ungefähr 135 Gemeinschaftsbereiche. Also eine große Wohnküche, die wir eben haben, dieses Gästeapartment. Wir haben einen gemeinsamen Waschraum, Garderobe, das werden wir gleich auch nochmal sehen, was da alles dazugehört zu diesem Gemeinschaftsbereich. Zu den Bewohnern dazu kommen dann eben zwei pädagogische Fachkräfte und eine Freiwillige im sozialen Jahr. Wobei bei diesen zwei pädagogischen Fachkräften ist es so, die eine Fachkraft ist hauptsächlich praktisch für uns zuständig sozusagen und für den ganzen Verwaltungskram, der so um die Haus- und Hofgemeinschaft rum anfällt und macht Dienste und so weiter. Und die zweite Fachkraft ist eigentlich eher dafür zuständig, uns hier im Sozialraum anzubinden. So nennt sich das, glaube ich. Also die erschließt die Nachbarschaft praktisch hier für uns und stellt Kontakte her zu Vereinen oder zu irgendwelchen Nachbarn oder sowas. Genau, das ist, glaube ich, auch eine befristete Stelle, wenn ich es richtig weiß. Dann gibt es noch zwei haushaltsnahe Helferinnen. Das sind einfach Leute, die in regelmäßigen Abständen hier ins Haus kommen und dann eben einzelne Bewohnerinnen in der Wohnung besuchen und dann da nach Bedarf unterstützen. Ja, also das kann sein, Wohnungen aufräumen, putzen, Wäsche waschen, einkaufen gehen, kochen, was auch immer. Genau. Das sind aktuell zwei Personen. Das ist gerade noch ein bisschen unregelmäßig. Das soll sich jetzt dann, glaube ich, dann so einpendeln, dass jeder Bewohner praktisch alle 2 Wochen, glaube ich, dann Besuch von so einer Helferin bekommt. Genau. Und dann gibt es noch eine Reinigungsfirma, die zweimal die Woche vorbeikommt und putzt nicht alles, nämlich die Wohnungen der Bewohner ohne Behinderung werden nicht geputzt. Also wir müssen selber putzen, aber die Gemeinschaftsräume werden geputzt und die Wohnungen der Bewohner mit Behinderung auch. Genau, dann haben wir hier mal die Grundrisse. Das sind jetzt wirklich die aktuellen Grundrisse von unserem Haus. Ich würde so ein bisschen was dazu sagen, jetzt nicht allzu detailliert darauf eingehen, weil ich glaube, so wahnsinnig spannend ist es dann doch auch irgendwie nicht, wo jetzt irgendwie welches Klo ist. Das ist das Erdgeschoss. Man kommt von hier oben rein. Das ist die Tür hier oben in der Mitte. Und wir haben eben hier direkt im Flur einen Waschraum, wo wir eben Waschmaschinen und Trockner haben, die wir gemeinsam benutzen. Und eine Garderobe, wo wir irgendwie all unsere Schuhe und Jacken so lagern. Und dann kommt man hier durch. Und das hier unten in der Mitte, das ist eben diese Gemeinschaftsraum. Der hat so gut 60 Quadratmeter. Wo wir eben hier eine große Küchenzeile haben, einen Esstisch und hier auf der anderen Seite eben eine Sofaecke mit Fernseher und so. Und durch eine glückliche Fügung, upsala, jetzt habe ich irgendwie, na, jetzt, durch eine glückliche Fügung steht hier unten in der Mitte sogar noch ein Flügel, den wir bekommen haben. Genau, das ist praktisch so das Herzstück, sage ich mal, der Gemeinschaft und hier schließt sich eben an direkt auch eine große Terrasse. Und das sieht man jetzt hier nicht, aber hier einmal ums Haus rum, überall ist auch noch Garten, den wir eben gemeinsam nutzen. Hier vorne sind Stellflächen für Autos und ja, genau, im Garten noch so eine Gartenhütte und so Zeug.
Genau, und dann gibt es eben Wohnungen. Hier unten rechts die Wohnung, die ist noch interessant, das ist eben dieses Gäste-Apartment, das eben eigentlich frei ist, wo wir dann Gäste unterbringen. Das ist rollstuhlgerecht. Dann haben wir auf der linken Seite zwei Einzimmer-Apartments, wovon das obere hier rollstuhlgerecht ist. Und hier oben rechts ist eben eine größere Wohnung mit zwei Zimmern für ein Paar. Auch diese Wohnung ist rollstuhlgerecht. Genau. Das war eigentlich, ach so, genau, wir haben hier noch ein Gäste-WC und einen Lagerraum, wo wir halt irgendwie so Essensreste und sowas lagern. Genau, erster Stock, zwei normale Einzimmerwohnungen, hier nochmal eine Zweizimmerwohnung und jetzt sieht man eben hier auf der linken Seite eine große Wohnung mit vier Zimmer. Das ist eben eine von den Familienwohnungen, in dem Fall die Wohnung, in der wir wohnen. Eben der Platzbedarf, der uns eben in der WG praktisch gestört hat, der nicht erfüllt war, der erfüllt sich jetzt eben hier durch diese Wohnung über. Ist relativ groß gerade noch für uns, so eine große Wohnung. Genau, was man hier unten rechts sieht, das ist keine Wohnung, sondern das ist das Büro, wo eben die Fachkräfte ihre Schreibtische stehen haben und da irgendwie ihren Verwaltungskram erledigen, wo die ganzen Akten und so weiter eingelagert sind. Und dann schauen wir uns noch schnell das Dachgeschoss an. Eben nochmal so eine Familienwohnung hier auf der linken Seite, hier mit drei Zimmern. Und dann noch drei Einzimmerwohnungen, die jetzt teilweise auch schon echt ein bisschen größer sind. Also die meisten Einzimmerwohnungen war ja eher so um die 30 Quadratmeter. Hier, die ist mit 40 Quadratmeter schon ganz schön groß. Genau. So sieht es bei uns konkret aus. Sind die oberen Geschosse auch noch barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht, oder? Also es gibt einen Aufzug. Das sieht man hier. Der hat noch keinen TÜV, aber das kommt jetzt dann hoffentlich bald. Dann können wir den auch nutzen. Also ich bin jetzt mit den ganzen DIN-Normen und so nicht so richtig vertraut. Ich glaube, es ist barrierefrei, aber nicht rollstuhlgerecht. Ich glaube, so ist es richtig. Genau. Also man kann im Aufzug in jedes Geschoss fahren. Aber die Wohnungen sind nicht darauf ausgelegt, dass da auch Menschen in einem Rollstuhl wohnen. Also eben so Sachen wie die Türklinken sind in normaler Höhe, Lichtschalter sind in normaler Höhe, was eben bei den Wohnungen unten angepasst ist. Genau. Gut, jetzt habe ich irgendwie viel gesagt, was irgendwie anders ist. Es ist irgendwie alles größer, man hat sein eigenes Bad und so, aber wir haben natürlich einige Sachen aus dem WG-Konzept übernommen, nämlich alles das, was wir gut fanden und wo wir gesagt haben, das können wir einfach so weitermachen, weil das irgendwie sinnvoll ist. Eben insbesondere dieses Prinzip Miete gegen Hilfe. Das heißt, jeder, der hier wohnt, muss mithelfen in den Diensten und bekommt dafür eben einen Teil der Miete erlassen. Ja, und dieses mit diesem Muss mithelfen, das betone ich ganz bewusst, denn das war uns auch wichtig, dass hier jetzt praktisch nicht irgendwie jemand einzieht, der dann sagt, ja, eigentlich habe ich irgendwie gar keinen Bock auf das Ganze, das ist halt irgendwie eine coole Wohnung, die recht günstig ist, macht ihr da mal euer Zeug und ich lebe hier so vor mich hin, sondern wir wollten schon das eben auch erzwingen, dass hier nur Leute einziehen, die sagen, ich will auch mich da einbringen in der Gemeinschaft und ich will da auch mithelfen. Entsprechend sind auch die Mietverträge gestaltet. Also die sind so ein bisschen praktisch rechtlich ähnlich zu so Hausmeister-Mietverträgen oder sowas, wo praktisch das festgeschrieben, dass wir eben, wenn wir hier aufhören, mitzuhelfen, mitzuarbeiten, aufhören, unsere Dienste zu machen, dann verlieren wir auch das Anrecht auf unsere Wohnung und müssen ausziehen. Es gibt die externen Hilfen, genau wie in der WG, eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eben die Fachkraft und FSJlerin. Und wir teilen uns eben auch Sachen. Also es ist eben immer noch dieser Gedanke, es braucht jetzt nicht jeder seine eigene Waschmaschine in der Wohnung und es braucht nicht jeder seine eigene Bohrmaschine in der Wohnung oder sowas, sondern es reicht, wenn es halt irgendwo an einem zentralen Ort gibt und man nutzt es halt gemeinsam. Und wir haben auch einen gemeinsamen Bus, den wir für Ausflüge nutzen können. Wir versuchen uns regelmäßig mit anderen zu treffen. Das ist natürlich sehr schwer, bei so vielen Leuten da Termine zu finden, wo dann irgendwie jeder Zeit hat. Und genau wie in der WG versuchen wir eben auch einen möglichst hohen Grad an Selbstbestimmung umzusetzen, dass eben jeder immer sagen kann, was er will und was er nicht will und auch
darauf zu achten, dass die Entscheidungen hier in der Gruppe wirklich erst dann treffen, wenn zumindest mal jeder die Chance hatte, sich dazu irgendwie zu äußern. Und genau wie in den WGs, das ist, werden wir und wurden wir oft gefragt, das ist auch eben ausgelegt für Menschen mit mehr Hilfebedarf. Man sieht es zum Beispiel an den rollstuhlgerechten Wohnungen, aber es geht jetzt auch nicht nur irgendwelche körperlichen Einschränkungen. Also das Konzept soll auch dafür offen sein, dass hier Menschen wohnen, die halt nicht alleine irgendwie kochen können oder sowas. Also es ist jetzt nicht nur was für die Fitten, die dann da irgendwie ihr eigenes Ding machen, die vielleicht sogar irgendwie ambulant betreut oder so wohnen könnten, sondern es soll eben auch hier irgendwie eine Mischung sein aus unterschiedlichen Leuten mit einem unterschiedlichen Hilfebedarf. Dann zu den Diensten, das habe ich jetzt eben schon ein paar Mal angesprochen, dass man hier eben so Dienste machen muss, um hier wohnen zu dürfen. Auch das haben wir aus dem Konzept der WGs 1:1 übernommen. Es gibt eben den Spätdienst unter der Woche, das heißt Montag bis Donnerstag, der von 5:30 bis 10 geht. Daran schließt sich eine Nachtbereitschaft an und daran schließt sich wiederum ein Frühdienst an morgens, wo man halt guckt, dass irgendwie alle rechtzeitig aufstehen und was frühstücken oder so. Dann gibt es den Wochenenddienst, der eben freitags um 14 Uhr startet, bis 10, Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 10 und dazwischen halt alle Nachtbereitschaften, die so anstehen und den Frühdienst am Montag. Das heißt, es ist ganz schön lang, Freitag 14 Uhr bis Montag 8. Und im Dienst sind immer gemeinsam ein Bewohner mit Behinderung, einer ohne Behinderung und eine der externen Kräfte, also Fachkraft oder FSJlerin. Das gilt nicht für den Nacht- und den Frühdienst, da ist der Bewohner ohne Behinderung alleine sozusagen. Die Aufteilung der Dienste ist ein bisschen kompliziert. In der WG geht es irgendwie immer so gut auf. Das sind ja 4 Bewohner ohne Behinderung und das geht irgendwie toll auf mit den Wochentagen. Montag bis Donnerstag sind genau 4 Tage. Ein Monat hat in der Regel 4 Wochenenden. Das heißt, jeder hat irgendwie immer einen Tag und ein Wochenende im Monat. Und jetzt sind wir hier aber 6 Parteien, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und jede Partei macht eben im Normalfall die gleiche Anzahl an Diensten. Das heißt, man ist hier jetzt auch irgendwie nur noch so im Schnitt jeden 6. Tag im Dienst und eben auch nur jedes 6. Wochenende. Und das baldowert immer die Verena, unsere Leitung, aus, wer wann im Dienst ist. Genau, da gibt es einfach einen Dienstplan. Man kann aber natürlich eben Dienste tauschen, Urlaub nehmen, alles ganz normal. Im Schnitt soll sich das dann irgendwie auf ungefähr 24 Stunden im Monat aufsummieren, was man so an Diensten macht. Und für diese 64 Stunden bekommt man dann eben die Mieterleichterung. Das ist zum einen eben ein Minijob in Höhe von 450 € und noch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 € pro Monat. Genau, das heißt, wenn man eben die Dienste voll macht, wie das geplant ist, dann spart man sich praktisch im Monat 650 € Miete. Und Das ist so ein. den Dienste macht immer, also ihr als Familie habt quasi seid ein Part, ne? Ein. Genau, wir haben, jeder Haushalt hat praktisch einen Dienstblock oder wie man das nennen will. Und wir können uns das einteilen, wer von uns den dann macht, wer halt irgendwie gerade Zeit hat oder so. Genau, es wäre auch möglich, das ist bei uns jetzt nicht der Fall, aber dafür wäre das Konzept offen, dass jetzt zum Beispiel eine alleinstehende Person, die Vollzeit arbeitet, sagt, das mit den Diensten, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich würde gerne nur weniger Dienste machen. Und dass wir dann sagen könnten, na, dann machen wir praktisch dafür die Dienste, die dann übrig bleiben und stocken das ein bisschen auf. Das ist jetzt hier nicht so. Hier macht tatsächlich jeder seinen festen Anteil von diesen 64 Stunden im Monat. Aber das wäre möglich. Was halt nicht geht, ist, dass jemand gar nicht arbeitet, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber man kann es reduzieren, wenn man das möchte. Denn es ist so, mit diesen 650 € hat man die Warmmiete für so ein kleines Einzimmer-Apartment drin. Also dann kriegt man sogar, glaube ich, von der Warmmiete noch so ein bisschen was zurück. Für uns bei der großen Familienwohnung reicht das natürlich lange nicht, die 650 €. Wir haben natürlich noch Miete übrig dann, trotz der Dienste. Genau.
Und ist es so, dass ihr sozusagen ganz normal eure Miete zahlt und für also quasi Minijob und Aufwandsentschädigung bezahlt werdet? Oder ist es so wie in der WG, dass quasi nie Geld auf euer Konto kommt, sondern es vorher schon irgendwie abgezogen wird? Nee, also ich glaube, das hat irgendwelche rechtlichen, steuerlichen Gründe oder sowas. Es muss tatsächlich so sein, dass wir die volle Miete bezahlen am Anfang des Monats und am Ende des Monats bekommen wir dann praktisch unser Gehalt wieder ausgezahlt. Und von wem wird denn das Gehalt bezahlt? Wird das auch wie bei den anderen WGs über die Menschen mit Behinderung mit dem persönlichen Budget? Oder wer bezahlt das Gehalt? Boah, also diese ganz kniffligen Finanzierungsfragen, da sind wir tatsächlich die falschen Ansprechpartner. Wie jetzt welche Gelder wofür woher kommen, genau, das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, dass es eigentlich eher über irgendwelche Pflegepauschalen oder sowas geht, aber da bin ich wirklich überhaupt nicht drin in dem Thema. Weiß nicht, Tobi, was du da was dazu? Also ich kann es jetzt für die Haus- und Hofgemeinschaft natürlich nicht sicher sagen, aber ich gehe davon aus, dass es so ist wie bei den WGs auch von gemeinsamem Leben lernen. Die funktionieren ja nach dem Sachleistungsmodell, also nicht persönliches Budget. Das heißt, der Verein ist zum einen Hauptmieter und zum anderen eben sozusagen ja mit der Betreuung der behinderten Bewohnerinnen und Bewohner beauftragt. Und Nadja und Frido sind ja dann sozusagen auf Minijob und Aufwandsentschädigung angestellt bei dem Dienstleister. Und genau, insofern denke ich mal, kommt das Geld aus den ja, Geldern der Pflege- und Eingliederungshilfe, die der Verein dafür bekommt, dass er die Menschen mit Behinderung unterstützt, die dort wohnen. Ja, ich glaube auch, weil als der Mietspiegel wurde auf jeden Fall auch so angepasst, dass er zu diesen Sachleistungen eben passt. Also dass der Quadratmeter Kosten ist nicht übersteigt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir dann aus diesem Budget wieder bezahlt werden quasi. Wir werden auf jeden Fall, das war glaube ich auch Teil der Frage, wir sind von dem Verein von GLL angestellt und werden von GLL bezahlt. Also wir werden nicht direkt von unseren Mitbewohnern bezahlt. Genau, dann noch die Frage, was macht ihr denn eigentlich dann die ganze Zeit im Dienst? Und das ist jetzt eben auch so natürlich ähnlich wie in den WGs, aber halt dann doch auch irgendwie so ein bisschen unterschiedlich, weil sich es eben noch mehr aufspaltet eben in diese zwei Bereiche. Man macht irgendwie so ein paar Sachen für die Gruppe und man macht aber natürlich auch irgendwie dann mehr noch für die einzelnen Bewohnerinnen dann wirklich in der Wohnung. Ja, und auf der einen Seite ist klar, für die Gruppe kocht man halt, man kauft ein, man muss irgendwie dann die Küche aufräumen und putzen. Und aber natürlich auch über diese haushaltlichen Pflichten hinaus verbringt man halt einfach Zeit zusammen. Am Wochenende kann man mal irgendwie so einen Ausflug machen oder sowas. Und das ist aber eben die Überschrift von allem bei dieser Haus- und Hofgemeinschaft, das ist eben alles immer nur Angebot. Ja, also das Essen ist ein Angebot, die Freizeitgestaltung ist ein Angebot und jeder hat eben dann immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte bei dem Essen nicht dabei sein, ich möchte bei dem Ausflug nicht dabei sein oder wie auch immer. Und dazu kommt dann eben noch das, was man dann für die Einzelnen macht in der Wohnung, also da beim Aufräumen und Putzen helfen, an Wäsche waschen helfen, was halt so ansteht, ja, Termine, bei Terminen unterstützen, bei der Wahrnehmung und so weiter. Das heißt, Wir es gibt so ein kommen. bisschen, jeder hat seinen eigenen Haushalt und man hat dann noch einen Hausgemeinschaftshaushalt sozusagen, wo irgendwie gemeinsam eingekauft wird. Genau. Das ist ganz interessant. Das ist bei uns anders gekommen, als wir uns das jetzt bei der Konzeptionierung irgendwie vorgestellt haben, weil wir dachten halt, ja, das ist dann schon so, dass man dann eben häufig auch irgendwie die Leute dann irgendwie abends in ihrer Wohnung besucht und dann da mit denen zusammen was kocht für sie quasi, denen dann irgendwie hilft halt da irgendwie für sich ein Essen zuzubereiten. Das ist aber gar nicht so oder fast gar nicht. Sondern es sind halt praktisch, wir haben hier Bewohner, die nicht für sich selber kochen können und die essen aber halt einfach dann jeden Abend mit der Gruppe mit. Und die anderen Bewohner, die es halt für sich selber können, die machen es dann auch mal für sich so. Aber dass man jetzt irgendwie
in eine Wohnung geht und da irgendwie dann beim Kochen hilft, wo wir uns eigentlich dachten im Voraus, das macht man regelmäßig, habe ich jetzt noch nie gemacht, auch noch nicht, gell? Also das kommt hier irgendwie witzigerweise nicht vor, aber könnte vorkommen. Sind eher so kleine Fragen, wie welchen Topf nehme ich denn jetzt am besten für die Menge an Nudeln, die ich kochen möchte und so. Aber das sind eher so ganz kurze Fragen, die eigentlich keinen Zeitaufwand darstellen, wie wir uns das vorgestellt haben, mit Bekochen wirklich mit denen dann. Und kommen die Bewohner mit Behinderung alle aus WGs vorab oder haben auch welche sozusagen alleine gewohnt, oder? Ist gemischt. Es sind ein paar eben aus der WG raus. Es ist einer, der alleine gewohnt hat, einer, der davor in einem Wohnheim klassisch gewohnt hat und zwei, die noch bei ihren Eltern gewohnt haben. Die sind irgendwie Anfang 20 oder so, die sind jetzt eben zum ersten Mal ausgezogen. Genau, also es ist eine sehr bunte Mischung irgendwie an Leuten und an Erfahrungen. Genau, die alles entscheidende Frage, fast schon die Gretchenfrage aller menschlichen Interaktionen, was gibt es zu essen? Genau, ich habe es schon angeschnitten, es gibt halt ein gemeinsames Essen jeden Abend, das ist als Angebot. Und was da gekocht wird, das entscheidet immer der Dienst, also die drei diensthabenden Personen sprechen sich praktisch ab, was sie kochen wollen. Und da gibt es dann so eine Liste, da komme ich dann gleich noch dazu, so ein Essensplan. Und eben keiner muss mitessen. Man kann sich immer entscheiden, auf das Essen habe ich keine Lust, das schmeckt mir nicht, oder ich habe heute keinen Bock auf andere Menschen. Ich esse in meiner Wohnung für mich. Genau, und auch das habe ich vorhin schon angesprochen. Jeder muss eben so einen Dienst machen und das heißt, keiner zieht sich quasi komplett zurück. Es gibt quasi so ein Mindestmaß an sozialer Interaktion, die wir von jedem erwarten. Aber darüber hinaus ist man dann praktisch frei zu sagen, ich habe noch mehr Lust auf Gruppe als jetzt nur irgendwie in meinem Dienst kurz. Oder zu sagen, nö, also mit meinen Diensten, das reicht mir schon. Und ansonsten bin ich in meiner Wohnung und ihr könnt mich mal. Ich habe Genau. Für den Schluss habe ich noch zwei Sachen quasi, wo wir gerade noch irgendwie so ein bisschen am Experimentieren sind, was eben nicht so geht, wie wir es in der WG gewohnt waren und wo wir irgendwie noch dabei sind, rauszufinden, was dann eine gute Lösung ist. Das eine ist, wie funktioniert es mit der Anmeldung zum Essen? Weil man kann ja irgendwie nicht sagen, man kocht und dann schaut man hinterher, ob jetzt fünf Leute am Tisch sitzen oder 15. Das ist ja mengenmäßig ein Riesenunterschied. Das heißt, irgendwie muss man vorab ja Bescheid sagen, wann man mitessen möchte. Schön wäre es natürlich, das so spontan wie möglich zu gestalten, dass man wirklich sagen kann, boah, ich hatte heute irgendwie einen stressigen Tag in der Arbeit, ich habe heute keinen Bock selber zu kochen, ich setze mich an den Tisch und esse da mit oder sowas. Und das ist aber irgendwie organisatorisch so ein bisschen schwierig, weil wir hier irgendwie eine sehr weite Strecke zum nächsten Supermarkt haben. Also für Stadtverhältnisse natürlich nur eine sehr weite Strecke. Und das ist uns zu stressig, irgendwie jeden Tag einkaufen zu gehen. Da geht halt dann irgendwie jeden Tag schon eine gute Stunde oder sowas drauf, nur um irgendwie dann zum nächsten Supermarkt zu fahren. Und genau, als Stadtmenschen fahren wir auch nicht so gerne Auto und dann dauert es irgendwie noch länger, wenn man es dann auch mit dem Fahrrad macht und so. Also das wollen wir irgendwie vermeiden. Und deswegen haben wir es jetzt irgendwie gerade als Testphase sozusagen so, dass wir immer eben die Dienste, den Speiseplan für die nächste Woche schon aushandeln, an welchem Abend was gekocht wird. Das wird dann ausgehängt. Und dann kann man sich eben immer, freitags ist immer dann der Stichtag, kann man sich eintragen, an welchem Abend man mitessen möchte für die kommende Woche. Und dann kann man eben freitags einen Großeinkauf machen, wo man möglichst alles schon kauft, was man so braucht. Frisches Zeug jetzt vielleicht nicht irgendwie dann für nächste Woche Donnerstag oder sowas, aber mindestens das meiste Mal kann man schon kaufen. Und dann weiß man eben auch immer rechtzeitig, man muss jetzt für 8 Leute kochen, man muss jetzt für 12 Leute kochen, wie auch immer. Das funktioniert so einigermaßen. Also die meisten haben das schon ganz gut verinnerlicht, das System, aber es gibt schon auch Einzelne, die sich dann ganz gerne mal spontan wieder an- und abmelden. Was bei Einzelpersonen jetzt eigentlich kein Problem ist. Problem ist ja immer erst, wenn sich's dann häuft, wenn dann irgendwie plötzlich 3 Leute mehr dastehen, als man angerechnet hatte.
Und wir hatten auch schon Probleme mit fehlenden Lebensmitteln, dass dann die Lebensmittel, die eingekauft wurden für ein bestimmtes Essen, dann einfach weg waren bis zu dem Tag, weil irgendjemand anderes die sich offensichtlich schon geholt hatte. Genau. Naja, Aber eigentlich. Wurstsalat und Wiener Schnitzel. Also das ist natürlich nur ein Symbolbild hier auf der rechten Seite. Das Ach erkennt man so. schon daran, dass da zweimal Kabeljau draufsteht. Das ist für uns Münchner völlig irrwitzig, dass es so oft beschreibt. Also, Ich glaube, genau. es gab zweimal Fisch, seit wir hier eingezogen sind. Ja, mit Fischstäbchen und was denn noch? Sowas, Dosenfisch Schlemmerfilet oder wahrscheinlich. sowas. Ja. Es war eine Die Lachsflatte. Herausforderung, ich kenne die Herausforderung tatsächlich noch, weil ich damals in einer besonderen Wohnform, also in einem Wohnheim mit 17 Plätzen gearbeitet habe. Und da wurde das dann also wir haben in Urlaubszeiten tatsächlich auch täglich Mittagessen gekocht, sonst nur am Wochenende, weil die Klienten sonst in der BFBM gegessen haben. Wir haben es irgendwann so gemacht, dass es tatsächlich Körbchen mit Wochentagen gab. Ne? Also das, und da kamen dann die Lebensmittel für das Essen von Montag rein und da stand dann auch Montag drauf und so. Da kann man dann so diese verlorenen Lebensmittel ein Stück weit mit, zumindest im Vorratsraum sichern. Und ja, die im Kühlschrank, ja, da haben wir dann auch das mit diesen Körbchen versucht, aber ja, da hatten wir eher so ein bisschen das Problem, dass der ein oder andere nächtens auch gerne mal doch was genascht hat, so. Also, aber prinzipiell ist das eine ganz gute Möglichkeit gewesen. Ja, stimmt da. Das ist eine gute Idee. Genau, der zweite Kim, du Punkt. hattest noch eine Frage, oder? Achso, sorry, ja. Ja, ich hatte noch eine Frage, Geld angeht. Also, wenn man sich dann anmeldet, muss man dann für das Essen zahlen, was man dann dort isst, oder möchte das? Ist gerade leider recht schwer zu verstehen. Ja, ich So, habe ja, ich glaube, mein Laptop ist sehr laut beim Kühlen. Ja, versuch's jetzt nochmal. Ich wollte fragen, wie das Finanzielle dann aussieht wegen dem Essen. Ja, das ist genau der nächste Punkt. Achso. Das ist danke für die Überleitung. Das ist nämlich die zweite große Sache, die eben anders ist als in der WG. Ja, in der WG gibt es halt eine gemeinsame Haushaltskasse und da zahlt halt jeder im Monat immer den gleichen Betrag ein und daraus finanzieren wir dann alle Einkäufe und fertig. Und das ist natürlich bei uns nicht mehr so möglich, weil es halt sehr, sehr weit auseinander geht, wie häufig die Leute mitessen. Ja, also eben zwei, drei Leute, die wirklich bei jedem Essen dabei sind und mit den, also am Samstag und am Sonntag ist quasi auch noch das Frühstück eine eigene Mahlzeit. Das summiert sich dann über den Monat auf knapp 40 Essen. Und andere, die halt irgendwie nur so 10, 15 Mal oder sowas im Monat bei einem Essen teilnehmen. Das heißt, wir brauchen ein anderes System. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Ausgaben, die uns irgendwie alle ungefähr im gleichen Maße betreffen oder was man zumindest irgendwie nicht daran festmachen kann, wie oft jemand jetzt zum Essen dabei war. Also zum Beispiel irgendwie das Klopapier für diese Gästetoilette, die wir haben, oder Putzmittel, oder wir haben irgendwie ein gemeinsames Netflix-Abo, das wir uns eben für den Gemeinschaftsraum halt teilen, dass wir da irgendwie Filme und Serien gucken können und so. Und das sind ja quasi gleichbleibende Kosten, die ja aber trotzdem irgendwie auf alle umgelegt werden müssen, unabhängig davon, wer jetzt wie oft mitgegessen hat. Und die Lösung, die wir jetzt gerade fahren, ist eben, dass wir sagen, okay, jeder zahlt jeden Monat praktisch so einen festen Betrag an. Das sind gerade 20 Euro, die wir ausprobieren. Dann haben wir praktisch so einen Grundstock und was dann praktisch durch diesen Grundbetrag noch nicht finanziert ist, also was wir darüber hinaus an Kosten hatten, das wird dann einfach am Ende des Monats geteilt durch die Teilnahmen an den Essen sozusagen. Und dann zahlt praktisch jeder irgendwie, je nachdem, wie oft er mitgegessen hat, dann den entsprechenden Betrag. Ja, also ja, ist so eine Excel-Tabelle, wo dann halt irgendwie gerechnet wird, der war irgendwie 30 Mal beim Essen dabei, der war 20 Mal beim Essen dabei und so weiter. Und dann kommen halt irgendwie am Ende, was weiß ich was, 500 Teilnahmen bei Essen oder sowas zusammen über den Monat. Und dann teilt man quasi einfach den Betrag durch diese 500 und dann kommt man drauf, jede Mahlzeit kostet dann irgendwie noch 2,87 Euro oder sowas. Und dann zahlt man praktisch irgendwie dann 20 Mal diese 2,87 Euro noch nach am Ende des Monats. Ja, für die Essen, an denen man teilgenommen hat. Das ist natürlich ein bisschen kompliziertes System, wo man dann irgendwie mit krummen Beträgen da immer rummacht und dann irgendwie
ständig da irgendwelche anderen Beträge dann gucken muss, dass man die dann rechtzeitig in die Kasse einzahlt und so. Aber wir haben uns gedacht, oder zumindest die Mehrheit von uns hat sich gedacht, das ist irgendwie so eine ganz faire Lösung, dass wir auf der einen Seite halt irgendwie so diesen festen Betrag haben und dann aber eben abhängig von den Mahlzeiten, an denen man teilgenommen hat, noch den Grundbetrag. Und da ist natürlich auch irgendwie gemittelt, welches Essen wie teuer war. Ja, also wir fangen ja jetzt nicht noch an, dann zu rechnen, ja, da haben wir jetzt aber besonders viel Fleisch gekocht, das war jetzt irgendwie besonders teuer, dieses Essen, und deswegen muss man für dieses Essen jetzt irgendwie mehr zahlen als für andere Essen. Also das machen wir nicht, das ist einfach Pech, wenn man nur an den billigen Essen sozusagen teilgenommen hat, sondern es gibt halt einfach irgendwie einen Betrag für jede Mahlzeit. Und wer rechnet das aus? Macht das diese pädagogische Fachkraft Genau, oder? Ja, okay. genau. Ja, wir sind Aber am sind Ende. 20 Euro nicht ein bisschen wenig Grundbetrag? Also ich finde 20 Euro für einen Monat für Essen doch recht knapp. Nö, das ist auch nicht so gedacht, dass man davon jetzt praktisch das Essen finanziert, sondern es ist in erster Linie praktisch für diese festen Kosten, die essensunabhängig sind, wie eben zum Beispiel irgendwie Putzmittel oder sowas, wo es keine Rolle spielt, die eben nicht fürs Essen sind. Und dann praktisch so eine Art Anzahlung, was davon dann übrig ist, für die Essen. Und dann kommt dann aber eben raus, also ich habe jetzt am Anfang des Monats 20 Euro eingezahlt, dann habe ich irgendwie 20 Mal mitgegessen oder sowas. Am Ende des Monats kommt raus, für jedes Essen muss ich eben 2,90 € oder sowas einzahlen. Und dann muss ich praktisch nochmal 20 Mal diese 2,90 € am Ende des Monats nochmal zusätzlich einzahlen. Das heißt, ich zahle dann die 20 Euro plus 20 mal die 2,90 € für diesen Monat. Und im nächsten Monat habe ich vielleicht 30 mal mitgegessen und jedes Essen hat 3,17 € gekostet und dann zahle ich am Anfang des Monats 20 € und am Ende des Monats 30 mal 3,17 € für diese Essen, an denen ich teilgenommen habe. Das variiert dann praktisch zum einen, wie oft ich mitgegessen habe und zum anderen, wie viel Geld wir ausgegeben haben für die Lebensmittel. Cool, ja, erstmal danke für euren Input. Ich fand es super spannend und ich wollte nur einfach gerade sagen, wir sind zwar zeitlich sozusagen jetzt am Ende von diesem Blog, aber ich würde es einfach mal laufen lassen und schauen, wer noch Fragen hat. Der kann sie jetzt gerne stellen. Ich habe eine Frage, was das Konto betrifft. Ist das jetzt einfach eine Kasse, die da zur Verfügung steht? Wird die da irgendwo weggeschlossen oder ist es ein reelles Konto bei der Bank? Wie habt ihr das mit dem Geld geregelt? Für dieses Haushaltsgeld, meinst du? Ja. Genau, das ist eine Kasse, die steht im Büro in so einem abschließbaren Aktenschrank. Da kann man eben, wenn man jetzt einkaufen geht für die Gruppe, dann kann man sich da eben Geld rausholen und das dann davon bezahlen. Okay, danke. Ja, Sabine, hallo. Vielleicht magst du dich kurz noch einmal vorstellen. Ich glaube, du bist noch dazugekommen, ne? Ja. Ja, mein Name ist Sabine Campe, ich komme aus Gifhorn. Wir planen hier eine WG in der Stadt, werden unterstützt von einer Einrichtung und wir sind in der Planungsphase. Also es steht ein Neubau an. Und ich fühle mich manchmal gut und manchmal fühle ich mich nicht so gut. Wie wird das alles? Wie wird das sein? Und ist alles noch so unsicher? Wir haben eine Elterngruppe und ja, ich versuche ganz viel Input zu bekommen. So jetzt die Teilnahme. Ich bin spät dran. Ich habe es arbeitstechnisch nicht geschafft. Entschuldigung, bin zu spät reingekommen und bin aber stolz, dass ich dabei bin, dass ich dann das doch geschafft habe. So ist es, genau. Super, danke schön. Schön, dass du da bist. Ich glaube, Evelyn hatte noch eine Frage. Ja, mich würde noch interessieren, wer das Gebäude, das Haus oder den Umbau, wer die Finanzierung gemacht hat. Der Verein auch? Nee, das war tatsächlich ein großes Glück. Also wir haben vor, weiß ich gar nicht mehr, so 5 Jahren oder sowas angefangen, eben mit dieser Konzeptionsgruppe das zu planen. Und das war am Anfang alles rein theoretisch, dass wir gesagt haben, das wäre doch cool, da gäbe es ein Haus, das dann irgendwie diese und diese Gegebenheiten hätte.
Und dann ist vor, ich weiß gar nicht mehr, 3 Jahren oder sowas, ist hier einfach eine Familie, die hier praktisch diesen Grund besitzt, auf den Verein zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben da ein Baugrundstück, das wollen wir bebauen, habt ihr Lust, da was zu machen? So, und dann war die Antwort natürlich ja. Und wir hatten dann eben auch das Glück, dass wir da eben natürlich im Rahmen der Baugenehmigung, was da irgendwie dann als an Fläche genehmigt war, eben auch mit entscheiden durften, wie das dann eben alles hier gestaltet wird und welche Räumlichkeiten es gibt und so. Und gebaut wurde es aber eben alles und auch finanziert von dieser Familie. Das ist einfach eine private Familie, die hier viel Grund besitzt am Rand von München. Und die vermieten das jetzt an den Verein und wir sind dann wiederum Untermieter beim Verein. Genau. Ja, totaler Glücksfall. Wie sieht das? Ja, dann eben. Hast du sonst? Ich bin zwischenzeitlich rausgeflogen, deswegen weiß ich nicht, ob ihr die Frage beantwortet habt. Sagt ihr auch bei irgendwelchen Klienten, dass ihr die nicht aufnimmt mit in die WG? Also wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Psychose oder sowas haben? Oder nehmt ihr alle auf? Also das ist ein bisschen von dem Bezirk festgelegt. Da hat es solche Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung wir nicht aufnehmen können tatsächlich. Es muss eine Geistige dabei sein. Und dadurch müssen wir die leider ausschließen tatsächlich. Genau, also das sind Finanzierungsgründe, aber auch darüber hinaus behalten wir uns natürlich vor, im Einzelfall zu entscheiden, ob jemand hier einziehen kann oder nicht. Also grundsätzlich ist es hier so, dass das GLL eben schon wahnsinnig etabliert ist, eben mit den WGs. Und dass es eine eigentlich eher so hypothetische Warteliste gibt mit über 100 Plätzen oder sowas, also 100 Bewerber, die gerne so einen Platz hätten. Und es ist völlig utopisch, dass die jemals abgearbeitet wird. Das heißt, GLL kann sich sehr gut aussuchen, wer einziehen darf. Und da achtet man dann natürlich auf irgendwie Gruppenzusammenstellung, ja, eben auf diesen Gemeinschaftsgedanken. Also wenn jetzt praktisch wir das Gefühl haben, oh, das sind irgendwie lauter Bewerber, die eigentlich überhaupt keinen Bock haben auf andere Menschen, dann würden wir die eher auch nicht aufnehmen wollen. Aber also gibt es so harte Kriterien. Gibt es dann praktisch eben nur von außen aus finanziellen Gründen. Und entscheidet, also reden alle mit bei der Entscheidung sozusagen, oder wer, also alle, die da wohnen, bei euch? Grundsätzlich ja, also bei der Erstbesetzung war es nicht so. Das wurde praktisch eben vor allem von der Verena, von unserer Fachkraft hier, in Absprache dann eben auch mit dem Verein ausgesucht sozusagen und aber jetzt dann, wo es mal läuft, ist es schon so, dass wenn dann ein Platz neu zu besetzen ist, dass die Leute dann sich hier wirklich auch bei uns bewerben müssen und dann alle in die Entscheidung eingebunden werden, ob jemand einziehen darf oder nicht oder wer dann von den Bewerbern einziehen darf. Und dazu noch mal ganz kurz, also man kann ja auch wieder rausfliegen sozusagen, wenn irgendwie, ne, wenn die Tätigkeiten nicht erledigt werden oder so. Kam das da schon mal zu? Oder das hattet ihr ja vorhin mal erzählt, ne, dass das dann Ausschlusskriterium ist sozusagen. Also dafür sind wir noch zu jung. Uns gibt es ja jetzt eben erst seit 10 Wochen oder so. Ach so, okay. Genau, also wir hoffen nicht, dass es dazu kommt. Und vor allem nicht in dem Maße, dass man jetzt jemandem dann wirklich kündigen muss, weil er oder sie dann irgendwie die Verpflichtungen nicht mehr erfüllt. Hoffentlich nicht, aber es steht im Vertrag zumindest drin, dass das möglich wäre. Und gibt es dazu auch noch, also gibt es auch noch andere Ausschlusskriterien sozusagen, sowas wie, was weiß ich, Entwicklung von der Suchtproblematik oder was gerade die Kollegin schon mal sagte, mit wenn sich eine Psychose entwickelt und das nicht mehr tragbar ist oder wie auch immer. Gibt es auch solche Klauseln mit im Mietvertrag?
Nein. Sowas sind Einzelfallentscheidungen und das wird, wenn es immer geht, auch vermieden bei GLL, dass man Leute wieder rausschmeißt sozusagen. Also es ist jetzt wirklich in der Geschichte von GLL nur sehr, sehr selten vorgekommen, dass es passieren musste und es wird auch versucht, das zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und sag mal, wohnen jetzt bei euch überhaupt noch Studenten? Ja, wir. Also ja, es ist gemischt. richtige. Hey. Hey. Nein, es ist gemischt. Wir haben ja, noch zwei richtig echte Studenten. Genau. Es sind eben viele Leute jetzt auch, sowohl bei den Menschen mit als auch ohne Behinderung, wirklich aus den WGs heraus umgezogen. Oder haben schon mal in der WG gewohnt und dann jetzt zwischenzeitlich woanders und sind jetzt hier eingezogen oder so. Also, weiß nicht, so grob geschätzt, jetzt einfach mal die Hälfte oder so, alle Bewohner waren mal in der WG und da sind auch Studierende dabei, aber eben nicht ausschließlich. Und das ist ja eben genau der entscheidende Punkt, warum wir heute hier sind. Eben zum Beispiel auch eine, ich weiß gar nicht genau das Alter, vielleicht ungefähr 50-jährige alleinstehende Frau, die halt berufstätig ist und aber halt nicht mehr alleine wohnen wollte, sondern halt Lust hatte auf andere Menschen. Und das ist genau die Zielgruppe, die wir eben auch mit erschließen wollten. Ich habe nochmal Fragen zu, sind eure Wohnungstür alle offen oder wie ist das Konzept gestaltet? Oder wenn zu, dann muss man klingeln und es kommt auch keiner rein. Also es sind grundsätzlich normale Wohnungstüren wirklich, wo man einen Schlüssel braucht, um reinzukommen. Wir haben, das ist noch nicht ganz der Fall von uns zum Beispiel nicht, aber von den meisten Wohnungen gibt es praktisch dann irgendwie den Drittschlüssel oder sowas, der halt im Büro dann irgendwie auch in einem Schlüsselschränkchen lagert und wo man dann im Notfall sozusagen auch ran könnte, um mal in die Wohnung reinzugehen. Aber eigentlich ist es schon so gedacht, dass diese Wohnungstür eben auch eine, ja, auch so eine Barriere quasi darstellt, für die Privatsphäre, die man jetzt nicht einfach so verletzt, wo man jetzt eben nicht einfach so reingeht und sagt, ich brauche mal kurz was von dir oder sowas, oder wo man halt klingelt oder klopft oder so und dann halt hofft, dass jemand reagiert und wenn jemand halt nicht reagiert, dann versucht man es halt nochmal und wenn es nicht wichtig ist, dann geht man halt wieder. So. Und das ist natürlich, es wird von unterschiedlichen Leuten hier unterschiedlich gehandhabt, also wir zum Beispiel, wir haben eigentlich immer einen Schlüssel von außen an unserer Wohnungstüre stecken. Allein schon aus Panik, dass wir uns mal ausschließen oder noch schlimmer, dass Fiete hier irgendwie schläft oder sowas und wir uns dann ausschließen und nicht mehr reinkommen oder sowas. Und das machen auch viele andere, dass sie einfach einen Schlüssel außen stecken haben. Aber das ist natürlich trotzdem nicht die Einladung, jetzt einfach so in die Wohnung reinzugehen, nur weil da der Schlüssel steckt, sondern eben nur, wenn es ein Notfall ist oder so, wenn es jetzt einfach dringend sein muss, dann geht man natürlich auch mal in die Wohnung rein. Ich habe noch eine Frage. Also, okay, ihr seid jetzt erst 10 Wochen jung. Da gibt es das wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn ihr jetzt so Krisen habt, also sind dann die pädagogischen Leitungen auch nochmal für Supervision oder irgendwas da? Oder kommt dann wer Externes? Oder habt ihr euch da noch gar keinen Kopf drum gemacht? Das ist beides möglich. Wenn man das ein bisschen aus dem WG-Konzept rausnimmt, kann man da in der WG, also in der Gemeinschaft viel machen. Man kann sich aber auch jemanden von außen holen. Das Konzept gibt es bei dem Verein auf jeden Fall schon und da gibt es beide Möglichkeiten. Und ich denke, das könnten wir einfach für hier auch übernehmen, wenn wir da die Hilfe bräuchten oder da irgendwas benötigen würden. Was ist das für ein Verein, der da im Hintergrund immer ist? Ist das jetzt nur bei euch in der Region oder ist er in einem größeren Gebiet tätig? Nee, also gemeinsam leben lernen heißt der Verein, das ist ein Münchner Verein, gehört zum Diakonischen Werk, ist aber eigentlich nur also ist nur in München und so ein paar Umlandgemeinden aktiv und eben mit eigentlich zwei Bereiche. Und der eine Bereich ist eben dieser Wohnbereich mit 10 WGs und dieser Haus- und Wohngemeinschaft und noch einen ambulanten Dienst eben. Danke. Ja, super. Dann würde ich sagen,
schließen wir doch hier den Teil. Vielen Dank euch schon mal für den total hilfreichen Input. Und ich würde sagen, wir machen einfach kurz 5 Minuten Pause und machen dann 15:48 weiter mit Lars Teil, wo es um die Herausforderungen von inklusivem Wohnen auf dem Land geht. Ja, vielen Dank euch beide. War toll. Gerne. Dann machen wir doch mal weiter. Unser Thema jetzt eben, wie gesagt, was sind die besonderen Herausforderungen von inklusiven Wohnformen auf dem Land? Und ich glaube, Lars, du hast einen kurzen Input dazu vorbereitet, oder? Genau, ich habe das, was wir in den Regionaltreffen oder auch in den anderen Foren, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, das ein bisschen zusammengetragen und habe im Grunde nur 3 Folien. Und ich weiß nicht, Tobi, wenn du mich... Entweder du gehst auf in meinen Ordner rein, kann ich dir auch gerade sagen, falls du das, oder machst mich zum Co-Host. Das mache ich. Und wir haben ja auch in Bremen als schöner Stadt auch nicht so viel Erfahrung, haben immer ein bisschen dem nachgeeifert, was in München passiert, ne? Genau diesen Spirit hinzubekommen, dieses Feeling in der WG. Warum startet das jetzt nicht? Sieht man jetzt von dem Bildschirm? Man sieht, Lars Gerhard hat sein Screensharing gestartet. Okay. Klicken Sie doppelt, um in den vollen Bildmodus zu gelangen. Also es werden noch keine Folien angezeigt. Ja. Der ist gerade abgestürzt, okay. Ah ja, jetzt. Okay. Genau. Wir haben ja immer versucht, das ein bisschen nachzueifern und haben im Anführungsstrichen nur eine WG gegründet in der Stadt und hatten dafür ja Vorbilder. Und wenn man sich das mal betrachtet, hat man ja beim normalen Wohnprojekt gründen schon Herausforderungen an der Projektplanung, die einfach auch schon mal in sich zusammen gebildet schon mal eine große Herausforderung sind. Man muss eine aktive Kerngruppe bilden, sich auf ein Konzept einigen, Kostenträger, Wohnraum finden, Bewohner finden, eine professionelle Struktur aufbauen und geeignetes Personal finden. Dass zusätzlich zu diesen Herausforderungen die Herausforderungen beim Wohnen auf dem Lande noch hinzukommen, ist so mein Eindruck. Und Sachen, die dort hinzukommen, die habe ich mal auf eine Folie hier zusammengefasst. Da ist München vielleicht im Umland noch ein bisschen eine Ausnahme. Da sind manche Herausforderungen gelöst, also wie sich das Konzept angehört hat und auch sehr gut gelöst. Und wenn ich mir dann einen Hof vorstelle oder ein wirkliches Land oder irgendwo, wo es halt auf dem Land ist, wo es keinen Zug gibt und keine Straßenbahn, dann fängt das im Grunde im Prinzip erstmal für mich damit an, dass es einen schlechteren ÖPNV gibt und im Grunde dieser Ort möglicherweise schlechter erreichbar ist. Das heißt, dass es dort keine Studenten oder keine Hochschulen gibt. Und das ist nur ein Problem. Es gibt aber gleichzeitig auch ein weniger junges Angebot in der Umgebung, ne, was mit der kulturellen Vielfalt zusammenhängt, Nachtleben, Konzerte. Und vielleicht gibt es auch auf dem Land, dann, wenn das nicht da ist, so eine gewisse Spießigkeit, die muss dann nicht unbedingt immer negativ sein, aber so, dass das für junge Leute oder für so ein Wohnprojekt gar nicht so attraktiv sein könnte. Dann ist möglich, ich mache mal hier unten bei dem Fall weiter, das war bei euch auch so, der Supermarkt oder das Shopping insgesamt ist nicht so in der Nähe. Ne? Die tägliche Versorgung, die muss anders organisiert werden. Habt ihr ja zum Beispiel schon eine tolle Lösung gefunden. Gleichzeitig muss dann natürlich einkalkuliert werden, dass man höhere Fahrtkosten hat. Als jetzt in der Stadt, wo man sich auch selber bewegen kann und wo man zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung ja auch kostenlos mitfährt oder die auch selbst kostenlos Bahn fahren.
und die sozialen Angebote möglicherweise auch direkt in der Umgebung sind. Ich denke da jetzt an Freizeittreff oder Malen oder inklusives Tanztheater oder ähnliches. Das ist auf dem Land auch, aber ich glaube vielleicht weiter weg und man muss immer fahren. Die medizinische Versorgung auf dem Land oder kann ja auch in der Provinz sein, die kann mitunter schlechter sein, ne, dass je nachdem, welche Behinderungen man hat oder welchen Unterstützungsbedarf dort auch ist, dann muss man darauf einen Blick haben. Was ein Problem ist, was mir jetzt immer wieder begegnet ist, sind, dass es niedrigere Mietobergrenzen gibt. Aber die Baukosten, das ist egal, Grundstücke, die sind günstiger, aber wenn ich ein Haus auf dem Land baue, ist das erstmal von den Baukosten her genauso teuer wie in der Stadt. Vielleicht muss man nicht so viel absperren oder man braucht nicht so viel Kran und so spezifische Stadtbausachen, aber im Grunde ein Haus kostet erstmal so viel, wie ein Haus kostet. Und auf dem Land oder in den Gemeinden gibt es weitestgehend niedrigere Mietobergrenzen, wie jetzt zum Beispiel in München oder in Bremen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Dann könnte es ein Problem sein, dass die Internet- und Handyverbindung schlechter ist. Also hier, wenn man hier aufs Land fährt, ist das noch so. Und für Menschen, die so, weiß ich nicht, Freunde in der Werkstatt haben oder in anderen Arbeitszusammenhängen, das sind für Bewohner mit und ohne Behinderung das Gleiche. Es ist einfach schwieriger, seine sozialen Kontakte außerhalb dieses Kosmos da zu gestalten. Man muss immer eine Fahrt organisieren. Waren jetzt so das, was ich so zusammengetragen habe aus den letzten Wochen, wo wir uns damit beschäftigt haben. Es gibt bestimmt auch noch ein paar Dinge und manches lässt sich ja auch eigentlich lösen, ne? Wie wir gesehen haben. Manches vielleicht aber auch nicht so leicht. Und da kommen wir ja gleich noch zu, welche Lösungsansätze es gibt. Ich habe jetzt mal. Ihr sagt auch einfach zwischendurch, ach stopp, oder da fehlt noch was oder ähnliches. Ich habe jetzt mal versucht, so bei manchen Punkten Beispiele zu finden, wie kann man irgendwelchen Sachen begegnen. So jetzt, also ich habe so kein Wohnprojekt auf dem Land, aber da weiß ich nicht, ein schlechterer ÖPNV, ne, das hieße dann, dass man auch mehr Fahrzeuge haben muss und vielleicht nicht mit einem Bulli auskommt, sondern mehrere und einen Fahrzeugzuschuss vielleicht für Bewohnerinnen ohne Behinderung hat. Wenn es keine Studentin gibt und man überhaupt Schwierigkeit hat, Personen zu finden, da kam jetzt in einer der letzten Sitzungen, hatten wir das schon mal, wenn man die Bewohnerakquise ein bisschen auslagert in eine professionelle Agentur, das heißt ein richtiges Marketingkonzept macht für die Bewohnerauswahl. Das widerspricht uns Sozialpädagogen erstmal, aber ich habe ja noch einen anderen Beruf parallel erlernt und im Marketing und da gibt es Agenturen, die können sowas, ne? Wenn man denen sagt, finde mir die richtigen Bewohner dort und mach mir dazu eine Kampagne und wie komme ich an meine Zielgruppe ran? Dann kann man sich dort vielleicht auch nochmal externe Unterstützung holen. Dann die geringere kulturelle Vielfalt. Ich weiß, dass es hier so auf dem Land also viele Kulturangebote gibt, die sind aber weit verstreut. Und man muss dieses, was ihr im Quartier mitdenkt, ne, mit dieser Quartiermanagerin, die jetzt zum Beispiel in München die zweite Stelle hat, das muss natürlich auch in so einem Gelände auch mitbedacht werden. Und da geht es halt viel um Kooperation mit anderen. Dann die niedrigen Mietobergrenzen bei vergleichbaren Baukosten. Ich weiß, dass man in manchen Verordnungen vor Ort stehen so Sätze drin, dass behinderungsbedingter Mehrbedarf nochmal zu zusätzlichen Mieten oder Flächen führen können. Und wir hatten die Diskussion selbst hier in der Stadt, ne, wir haben eine relativ große Wohnung und da kommt man manchmal mit der richtigen Argumentation
weiß nicht, ihr als Träger, ihr kennt die Diskussion, ne? Da weiß ich nicht. Man kann auch sagen, aha, da zieht jetzt jemand mit Down-Syndrom ein, die sind aber nur 1 Meter, die sind alle unter 1,50 Meter, sage ich jetzt mal, und man kann keinen Pax-Schrank kaufen, der in die Höhe geht, sondern man muss immer in die Breite denken. Und so kann man manchmal mit Behörden auch Argumente finden, wo behinderungsbedingter Mehrbedarf entsteht, der zuerst einmal nicht gegeben wird, aber wo es durchaus auch noch mal ein paar Ideen gibt. Genau, dann haben wir die Internet- und Handyverbindung. Da wird es ja auf dem Land viel mit Richtfunkverbindungen gearbeitet. Die gehen auf bis zu 30 Kilometer, ne, diese Antennen, so dass man da auch schon bis mit einer schnellen Internetverbindung als Standortvorteil nutzen kann und ein bisschen auf diesen Trend aufspringen kann, den es ja im Moment gibt, wo sich Städte einfach jetzt merken durch das Homeoffice, oh, ich muss ja gar nicht hier in der Stadt wohnen, ich kann mir ja auch schön mit auf dem Land, so stelle ich mir das ein bisschen vor, ne, wenn ich da an so eine Haus- und Hofgemeinschaft auf dem Land denke, mit viel Platz und Pferden auf der Koppel und keine Ahnung, dann fehlt ja für viele einfach nur die schnelle Internetverbindung. Und dann können die auch arbeiten, wo sie wollen. So, das waren jetzt nochmal so ein paar Beispiele, wo ich gedacht habe, dass man am Konzept arbeiten könnte, um zu einer Lösung zu kommen. Ich habe jetzt nochmal als letzte Folie, nicht um das auszureden, sondern um das, so gegenübergestellt, was dagegen und was dafür spricht. Wie gesagt, ich hatte eben noch hier so eine Runde mit den urban geprägten Kollegen hier aus der inklusiven WG, die Land und nee und es ist natürlich auch ein Akt der Selbstbestimmung, zu sagen, ich wohne hier, wo ich vielleicht groß geworden bin und möchte aber auch inklusiv wohnen. Ne, das spricht natürlich total dafür, dass wir als Träger oder auch andere Träger dazu animieren sollten, halt auch Nicht-Studenten-Gegenden inklusives Wohnen zu ermöglichen. Ne, es ist eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung durch das Bundesteilhabegesetz, dass diese Themen einfach auf den Tisch kommen und die Nachfrage von den Eltern oder von den jungen Leuten mit Behinderung, die wird natürlich größer. So wie die immer mehr sagen, ich habe keinen Bock, in die Werkstatt zu ziehen, sagen die natürlich auch, ich habe keinen Bock, in ein Heim zu ziehen, wo ich neben einem 50-Jährigen wohne und ich bin aber erst 20. Gemeinschaftliches Wohnen vom Thema her passt eigentlich total zum Land, ne? Dieses, was man sich so vorstellt und dieses Zusammenwohnen, das heißt, es gibt einfach viele, viele Argumente, die dafür sprechen, sich damit zu beschäftigen. Und was dagegen spricht, ist das Konzept, was schwieriger ist zu entwickeln, zu erproben. Und wir haben jetzt hier in München ja ein Beispiel gehabt von einem Träger mit einer über 30-jährigen Erfahrung im Zusammenwohnen. Ne, das darf man ja nicht vergessen, dass die Leute, die bei euch einziehen und aus den WGs kommen, quasi schon vorgeimpft sind. Vielleicht sieht man das an dem Abendessen. Natürlich will man zusammen Abendessen, weil das ja so schön ist und man möchte Zeit miteinander verbringen. Die Finanzierung könnte schwieriger sein. Da muss man drauf gucken, wie lässt sich das eigentlich mit den Mietobergrenzen vor Ort regeln oder braucht man da nochmal andere Finanzierungsmodelle, die man in der Stadt so nicht hat. Es gibt ja auch extra Förderprogramme fürs Land. Und ich könnte mir vorstellen, dass höhere Kosten entstehen. Nicht nur durch das Personal und nicht nur durch die Fahrtkosten, sondern weil es insgesamt eine kompliziertere Kiste ist, dieses sowas gut an den Start zu bringen. Genau, das waren jetzt so im Grunde meine Folien, die ich vorstellen wollte. Super cool, danke. Ja, ich finde, das macht ganz gut die Dialektik, nenne ich es jetzt mal, auf, so, ne, dass das irgendwie möglich ist, aber vielleicht andere Herausforderungen bietet als in der Stadt. Und vielleicht würde ich so als erste Frage in die Diskussionsrunde, die wir jetzt noch zusammenführen wollen, geben, was denn eure Erfahrungen sind und eure Herausforderungen bisher inklusives Wohnen auf dem Land umzusetzen. Genau, Sabine meldet sich, glaube ich, schon.
Genau. Also wir stehen genau da auf der letzten Folie auf der rechten Seite, was jetzt der Lars gerade vorgestellt hatte. Konzeptentwicklung ist schwieriger. Finanzierung, Neubau ist schwierig. Wie kann das jetzt gehen? Also ich habe jetzt eine Einrichtung gefunden, die neu bauen will. Wir haben ein Grundstück mitten in der Stadt. Die Stadt, Bürgermeister und Landkreis hat schon gesagt, ja, tolle Idee, könnten wir uns auch vorstellen, dort auf diesem Grundstück. Aber da muss man gucken, kann die Einrichtung das tragen? Wie sieht das mit diesen Mieten aus? Und wir stecken genau in diesen zwei oberen Punkten drin. Das ist gerade unser Problem. Und da ist jetzt meine Frage, wie sieht das mit diesen behinderungsbedingten Mehrbedarf aus? Gibt es da, wo steht das? Gibt es da irgendwie ein Gesetz? Also finanziert werden die Mieten für die Menschen mit Behinderung jetzt über SGB XII, dass sie eben da ihre Miete bekommen und die richtet sich nach den Grenzen, die vor Ort eben vorgegeben sind. Wo steht dieser behinderungsbedingte Mehrbedarf? Es gibt Ausführungsverordnungen. Ich weiß nicht, wie das in den Landkreisen ist oder wie das jetzt in Gifhorn war das, ne? Ja. Genau. Keine richtige Hochschulstadt, aber sowas Ähnliches gibt es ja auch. So habe ich das im Kopf gehabt, ne? Oder Wolfsburg ist in der Nähe, genau. Ja. Es gibt Ausführungsverordnungen und in Bremen ist die so, dass es tatsächlich für bestimmte Stadtteile sogar 20% mehr gibt, 10%, aber auch natürlich, wenn ein Rollstuhl dabei kommt, hat man per se mehr Anspruch. Und wo das steht, das müssen wir uns mal vor Ort angucken. Insbesondere mal fragen, wie sich denn diese Mietobergrenzen, wo man diese Verordnung findet. Das ist oft eine Sache, die geht durch ein Stadtparlament, weil die Kommunen als Kostenträger für die Kosten der Unterkunft zuständig sind. Das heißt, das ist eine hochgradig kommunale Sache und da kann man auch mit verhandeln oder mit schauen, was gibt es für Beispiele, wo ist es vielleicht höher, wo ist es niedriger, nochmal versuchen, was zu reißen. Okay. Es gibt aber auch Städte, die gehen da rigoros mit um, weil die sagen, wenn wir denen jetzt was geben, dann kommen alle an. Ne? Und dann wollen auf einmal alle mehr haben. Und dass sich diese Mietobergrenzen, dass da auch oft Klagen und Ähnliches laufen, weil man auf dem freien Markt gar nicht mehr, in Dresden ist das, Tobi, du erinnerst dich, in Dresden haben die ja das große Problem, die wohnen in der Stadt, die haben Stadtmieten, aber haben Ostmietobergrenzen. Ne, die noch, weiß ich nicht, ob die noch aus der DDR kommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall passt das da total nicht zusammen. Und es gibt auch vielerorts Klagen. Okay. Ich glaube, vielleicht kurz, um da anzuschließen, was mir gerade aufgefallen ist, was glaube ich schon nochmal ein Vorteil sein kann, ist gerade dieses, dass wenn ihr was sozusagen auf dem Land was Besonderes macht, was es dort noch nicht gibt, viel eher vielleicht sich der Gemeinderat oder wer auch immer dafür begeistern lässt, da so ein Modellprojekt draus zu machen und jetzt nicht sagt, so wie Lars gerade gesagt hat, boah, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, so in München, wenn man da jetzt dran verhandeln würde, die Mietobergrenzen zu erhöhen, dann kommen sie alle an. Aber vielleicht ist es sozusagen in der kleinen Gemeinde viel einfacher, viel näher am Gemeinderat oder so dran zu sein und zu sagen, hey, können wir nicht da eine Ausnahme machen, weil das ist aber irgendwie ein innovatives Projekt. Ja, also es entsteht schon der Eindruck, dass alle positiv Signale aussenden, jetzt von der Stadt, vom Gemeinderat, vom Sozialamt, dass da ganz viel Positives wollen dahinter steht. Wir stehen jetzt gerade so ein bisschen eben, ja, das ist eine Rechnung, das kostet der Neubau und das sind die Mieten und wie kriegen wir da vielleicht mehr raus? Und das ist jetzt gerade so ein bisschen tricky. Genau, das sind zwar unterschiedliche Abteilungen, das muss man einmal wissen. Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz sind ja die Kosten der Unterkunft und die Mietverträge grundsätzlich getrennt von allem, was dazugehört. Eingliederungshilfe, Pflege, bla bla bla. Und deshalb ist das eine andere Abteilung. Und je nachdem, wer da in dieser Abteilung sitzt, die gucken da halt auch drauf wie Buchhalter. Und Gifhorn ist es der Landkreis, der das ja macht. Und da muss man sich mal mit der Verordnung ein bisschen beschäftigen. Da müsste ich einmal drauf gucken, um da nochmal eine Auskunft zu geben. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, Anne oder Xenia oder ähnliches. Habt ihr Probleme mit Mietobergrenzen? Wisst ihr das? Ich glaube, wir sind noch
Nicht ganz so weit. Ich glaube, also wir hatten ein Objekt, das eventuell interessant ist, dann aber tatsächlich an der Barrierefreiheit gescheitert ist, dass wir jetzt wahrscheinlich als ambulante WG umsetzen, aber für eine inklusive Geschichte wäre das wohl nichts gewesen, leider. Und das wäre auf jeden Fall refinanzierbar gewesen. Also das ist halt wirklich an baulichen Sachen gescheitert, die wir auch nicht hätten umsetzen können. Also ich glaube, das ist bei uns irgendwie so ein bisschen die Frage, in welchen Gemeinden gucken wir, weil teilweise sind die Mieten einfach so niedrig, dass wenn wir das durch alle teilen, die Mietobergrenze überhaupt nicht erreicht wird. Also Ach so. wir sind wirklich ein sehr, sehr günstiges Fleckchen Welt. So. Also ja. Und da war ja auch die Frage in dem Zusammenhang, wenn wir sozusagen das anmieten und dann an die, an die Menschen weitervermieten, ob wir dann sozusagen mehr Miete einnehmen dürfen als das, was wir dann wiederum abgeben, damit das, damit man nicht ins Minus gerät, falls mal ein Zimmer nicht vermietet ist oder so. Das sind auch alles noch so schwierige Fragen. Genau, das müsst ihr sogar. Ihr müsst sogar einkalkulieren, Mietausfallrisiko, Investitionskosten, unvorhergesehenes, Verwaltungskosten, weil wenn ihr ein Verein seid, ein Gemeinnütziger, dürft ihr mit der Immobilienverwaltung keine Verluste machen. Es dürfen keine Mittel des Vereins, Spenden oder ähnliches, in die Mieten fließen. Das darf man nicht mehr. Deshalb, das ist so unser großes Problem. Noch vor 20 Jahren konnte man Mietobjekte oder so ein Haus quasi als gemeinnützige Stiftung oder Genossenschaft oder ähnliches an den Staat bringen. Und es ist aber alles, was mit Mieten zusammenhängt, das ist nicht mehr gemeinnützig. Außer im Studentenwohnheim, aber in unserem Bereich also Immobilienverwaltung einfach kein gemeinnütziger Part mehr. Das Problem haben wir bei Aktion Mensch. Und jetzt kommen wir zum anderen, wie sich Mieten drücken lassen. Wir können, sobald wir einen 10-Jährigen, sagen wir mal, ihr mietet das jetzt von einem Investor mit mindestens, als Verein mit mindestens 10 Jahren Mietdauer und ihr seid gemeinnützig, dann kann man für die Herstellung der Barrierefreiheit, aber auch für andere Investitionskosten, rutschhemmenden Boden, bla bla bla, einen Antrag bei Aktion Mensch stellen. Und den Antrag stellen wir, weil wir das angemietet haben für 10 Jahre, oder stellt das der Vermieter? Nee, den Antrag, der kann nur gestellt werden von einer gemeinnützigen Organisation. Und da gibt es auch tatsächlich noch mehr Möglichkeiten als Aktion Mensch, aber Aktion Mensch ist so der Big Player. Was man da nicht vergessen darf, es widerspricht ein bisschen dem Bundesteilhabegesetz, weil eigentlich dürft ihr als Vermieter ja gar keine Betreuung mehr anbieten. Ne, das muss man vorher abklären. Du Gemeinde, ist das in Ordnung, wenn wir jetzt vor dem Hintergrund wegen Aktion Mensch und bla die Wohnung bereitstellen und vermieten, aber gleichzeitig die Betreuung anbieten wollen? Ja, und dann sagt die Heimaufsicht, zeigt mir mal eure Verträge möglicherweise. Und wenn die dann sagen, okay, die sind alle voneinander entkoppelt, dann kann sein, dass man da die Erlaubnis bekommt, das zu tun. Das ist aber auch, das ist das kleinste Problem, glaube ich, das mit denen zu klären. Das größere Problem ist, wie ist dieses Mietkonstrukt und wie kriegt man die Mietobergrenzen, wenn es nicht für barrierefreies Wohnen reicht, wie kommt man da wieder rein? Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage. Die Heimaufsicht kommt auch ins Spiel, wenn wir die Zimmer nur untervermieten an Klienten und die Klienten ambulante Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen als Unterstützung. Würde trotz allem die Heimaufsicht tätig werden? Wenn ihr das macht, wenn ihr sagt, wir vermieten das zum Beispiel an die Klienten oder an eine WG, an eine inklusive WG, dann guckt die Heimaufsicht auf das Konzept und man bekommt eine Bescheinigung, die ist nicht ganz unwichtig. Ihr seid eine selbstorganisierte Wohngemeinschaft. Und ihr habt eure Wohngemeinschaft bei uns angezeigt, aber wir prüfen euch nicht. Wir prüfen euch nur, wenn sich jemand beschwert. Das heißt, die Heimaufsicht ist im Grunde gar nicht für ambulant betreutes Wohnen, für selbstorganisiertes Wohnen, wie wir es verstehen, zuständig. Man muss aber diesen Wisch natürlich bekommen. Und immer dann, wenn ein Anbieter
der Eingliederungshilfe gleichzeitig Vermieter ist, werden die hellhörig und sagen, ist das nicht eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft oder ist das eine selbstorganisierte? Und das kriegt man aber vertraglich auseinandergedröselt. Das heißt, eure Bewohner können dann theoretisch auch sagen, ihr gefällt mir nicht mehr, die Bettina, die war letzte Woche so blöd zu mir und ich will mir jetzt einen anderen Anbieter der Eingangshilfe haben. Das können eure Mieter sagen. Das Risiko trägt man immer. Ja. Ach, das muss man sozusagen sicherstellen. Ja klar, dass sie die Freiheit haben, den Leistungsanbieter auszuwählen. Ja. Genau, dann bleibt man selbst organisiert. Ah ja, genau. Also wir sind tatsächlich echt noch so ziemlich am Anfang. Ne? Also wir sind immer noch irgendwie, machen wir es ambulant, machen wir eine besondere Wohnform daraus. Das wäre ja auch noch eine andere Möglichkeit, das zu überlegen. Dann haben wir natürlich auch, die Wesermarsch ist irgendwie extrem lang und hat kleinere Städte, eine tatsächlich auch mit einer, ja, ich würde mal Schifffahrts-Uni sagen, in Elsfleth, also da gibt es ein bisschen Studenten, da gibt es dann auch eine Erzieherschule, also deswegen fanden wir Elsfleth eigentlich mal ganz interessant. Auf der anderen Seite haben wir auch diese romantische Idee von einem Hof und Pferden oder ne, so ein bisschen gemeinschaftliches Wohnen. Ich glaube, so in dem ersten Planungsschritt haben wir uns jetzt erstmal so für was etwas Städtischeres entschieden, also Kleinstadt auf dem Land, also Elsfleth oder Brakel erscheint uns jetzt erstmal richtig. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man fängt irgendwo an und dann ploppen noch so ganz viele andere Fragen auf. Also jetzt auch nochmal wieder so die Überlegung, okay, was müssen wir eigentlich beachten, wenn wir es ambulant machen, weil wir eigentlich dachten, es wäre viel einfacher und jetzt kommt, wir brauchen noch den und dann müssen wir nachweisen, dass die den Anbieter selber wählen konnten und so weiter. Also das ist ja schon, ja, vielleicht schaffen wir das doch nicht schon 2023. Das war so das Ziel, aber vielleicht noch ein Jahr länger. Ja. Ich habe noch eine Frage. Du hattest das so schnell gesagt mit dem Mietfallrisiko, Mietausfallrisiko war das, dass man dort auch Anträge bei Aktion Mensch stellen kann. Dass so diese einzelnen Punkte sind ja auch wichtig. Könntest du das nochmal wiederholen? Oder bekommt man die Videokonferenz als Aufzeichnung, dass man sich das nochmal anhören kann? Genau, wir zeichnen auf. Wir zeichnen kannst du dir auf. Gerne. Dann nochmal, okay, dann brauchst du es nicht wiederholen. Dann gibt es irgendwie einen Leitfaden für eine Konzeption, wenn man jetzt so, wie soll ich sagen, bei Null anfängt und wir haben jetzt eine Elterngruppe und wir sind schon auf dem Weg und habe ich ja alles schon berichtet, aber in der Konzeptionserstellung gibt es ja nochmal einzelne wichtige Punkte. Du hattest es gesagt mit diesem Mietausfallrisiko und viele Dinge wusste ich schon, selbstorganisierte WG, dass man da nochmal gucken kann, was ist jetzt wichtig in der Konzeption darzustellen. Gibt es da irgendwie einen Leitfaden? Ja, einen Leitfaden gibt es natürlich aus Dresden, der ganz gut ist und ich glaube, wir müssen uns dann mal verabreden oder vielleicht mit deiner Gruppe, dass du nochmal auf uns zukommst, auf Wohnsinn und wir mal einen kleinen Workshop machen und ihr mir vorher eure Fragen schickt oder wo ihr jetzt hakt und dann müssen wir ein bisschen am Konzept arbeiten. Das ist tatsächlich das mit den Mieten, ne, und hinterher der Wohnraum und so, das ist alles eigentlich lässt sich das lösen oder nicht, aber da hat man auch nicht unbedingt viel Einfluss drauf. Ne? In der Regel, sage ich mal, lässt sich das lösen. Im Jahr 2021 muss ich im Grunde kein Mensch mit Behinderung mehr sagen lassen, wie er zu wohnen hat. So, das erstmal so vom Hintergrund. Und es gibt auch Möglichkeiten, die wissen wir noch gar nicht, was auch rechtlicher Natur ist. Da gelten die Gesetze in der Stadt genauso wie auf dem Land. Das Wichtige ist, und deshalb fand ich den Input heute nochmal wichtig und das auch nochmal mitzunehmen in eure Gruppe, ist zum Beispiel das, wie die das in München machen, ist nicht genau das so der Weg, den wir vielleicht einschlagen wollen, vielleicht auch bei euch in der Wesermarsch. Das heißt, wir denken größer, wir denken in 700 Quadratmetern und nicht auf 250. Wir denken größer und orientieren uns ein bisschen daran, dass natürlich mehr Leute, mehr Gemeinschaft, natürlich auch die Verantwortung ein bisschen divertiert und man an dem Konzept sich jetzt nochmal ein Beispiel nehmen kann und einfach da weiterarbeiten.
Und es gibt auch andere Konzepte auf dem Land, mir fallen nur keine ein. Ne? Ich habe jetzt so einen Hof gesehen irgendwo, wo dann Land, wo dann Wohnen mit Arbeiten verknüpft ist. Das ist ja noch ein extra Thema, das habe ich aus meiner Aufzeichnung ein bisschen rausgelassen, das Thema Arbeit. Die Projekte, die es gibt, die sind ja manchmal so ganzheitlich geprägt und wo dann auch mit Arbeit verbunden wird. Ne? Deshalb ist so eine Kleinstadt, wo dann eine Werkstatt ist, und die nicht eine Stunde durch die Gegend gefahren werden müssen, schon gar nicht so verkehrt vor dem Hintergrund. Ne? Aber andererseits geht es hier um Wohnen und wie möchte ich wohnen und wie lässt sich das halt auch gut organisieren ohne Studenten oder vielleicht mit einem Schiffbaustudenten. Mir ist gerade nochmal eingefallen, weil wir jetzt auch so auf, bei Kooperationen waren, Nadja, Frido, der Hof, da ist ja sozusagen, glaube ich, auch schon so eine therapeutische Reitschule und sowas, wo das Haus jetzt gebaut wurde. Gibt es da irgendwie sozusagen Überschneidungspunkte, Begegnungen oder ist das mehr so, läuft das nebeneinander her? Bisher nicht. Das ist aber auch, also ist praktisch unser Nachbarhaus ist von den gleichen Eigentümern auch gebaut und vermietet, da ist eben therapeutisches Reiten unten drin. Und das war eigentlich unsere Hoffnung, dass man da dann irgendwie auch mit denen da in Kontakt kommt, aber die sind sehr verschlossen. Irgendwie, da kommt man irgendwie kaum rein in diesen Stall und kommt irgendwie nicht so richtig ins Gespräch. Das ist schade. Ja, wir hatten uns das eigentlich erhofft, dass wir da hin können. Ja, und nicht nur wir, auch unsere Vermieter, also die das Haus gebaut haben, hatten diese Vision, dass diese Häuser dann sich schon irgendwie untereinander so ein bisschen verbinden und begegnen. Also das war schon der Wunsch und der Plan, dass es stattfindet. Ja, vielleicht nach Corona. Ja, vielleicht. Ja, super. Gibt es noch weitere Fragen? Ich weiß nicht, genau, ich kann anbieten, jetzt auch, es sind ja fast alle aus dem Norden, ne? Ja. Dass wir an dem Konzept weiterarbeiten, auch auf Regionalstellenebene und uns vielleicht auch nochmal in dem Kreis treffen, in, weiß ich nicht, 2-3 Monaten oder so, Tobi, ne? Vielleicht das nochmal öffnen, als eigenes Thema auch nochmal in andere, anderen anzubieten und dann versuchen auch nochmal an einem Konzept zu arbeiten oder ein anderes Beispiel zu finden. Oder in 3-4 Monaten eher. Ja, also genau, ich sehe es auch so, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass der Workshop heute kam jetzt sozusagen einfach, weil es der Gewinn von dem Quiz war, aber uns hat das Thema ja wirklich auch schon vorher umgetrieben, wie kann man inklusives Wohnen auf dem Land umsetzen, und ich denke, wir werden das auf jeden Fall auch weiterverfolgen, wie man da ja Konzepte spinnen kann. Und ich glaube, die eine Richtung ist die, wie wir heute gesehen haben von Nadja und Frido, man kommt von so einem WG-Konzept und denkt es irgendwie um auf eine größere Gemeinschaft. Ich glaube, man kann es aber auch, ja, also für viele ist ja auch eher diese Wohngemeinschaft was ganz Komisches. Und also es gibt ja viele so genossenschaftliche Wohnprojekte, Ökogeno aus Freiburg zum Beispiel oder andere Träger, die eigentlich eher aus dem Hausgemeinschaftsdenken kommen oder aus dem Nachbarschaften entwickeln. Ich berate auch gerade eine inklusive Dorfentwicklung, wo man, glaube ich, auch von da gucken kann, wie kann vielleicht auch ein Dorf sozusagen als Quartier inklusiv sein. Also ich glaube, es muss gar nicht unbedingt nur auf Haushaltsebene gedacht werden, sondern es kann auch sozusagen die Begegnung zwischen Nachbarinnen und Nachbarn hergestellt werden. So. Genau. Ja, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Insofern würde ich sagen, wir machen vielleicht einfach eine kurze Feedback-Runde. Vielleicht kann jeder nochmal sagen, was hat er oder sie heute mitgenommen und was vielleicht noch offen geblieben. Und genau, weitere Angebote hat Lars eigentlich gerade schon gesagt. Könnt ihr gerne auf ihn zukommen als Regionalschule Nord. Und ja, genau. Mache ich mal wieder den Anfang. Ich fand es super spannend, tatsächlich auch den Input von Nadja und Frido zu hören.
weil ich zwar jetzt natürlich näher dran bin als ihr, aber trotzdem noch nicht so genau wusste, wie sich das jetzt auch angelaufen hat. Und total schön zu merken, dass irgendwie man vorkommt von diesem WG-Konzept so eine coole Hausgemeinschaft irgendwie finden kann und das dann irgendwie ja, so den Schieber von viel Gemeinschaft und wenig Privatsphäre so ein bisschen rüberschiebt und trotzdem irgendwie den Charme behält. Und habe aus dem zweiten Teil so ein bisschen mitgenommen, dass es viele Herausforderungen gibt und man vielleicht kreativ sein muss, die zu lösen, aber dass es, glaube ich, auch nicht unmöglich ist. Man vielleicht immer so ein bisschen offen auf die Leute zugehen muss, ja, gemeinsam mit Kooperationspartnern arbeiten muss. So, ich mache das mal wieder mit Nominieren. Nina, wie hat es dir heute gefallen? Was hast du heute mitgenommen? So, jetzt geht es auf mein Mikro. Ich fand es total spannend, was es halt einfach schon für Angebote auch gibt. Man muss ja die Räder auch nicht immer alle neu erfinden. Und ich finde, man kann aus diesen tollen Sachen, was schon auch jetzt gut funktioniert, einfach auch neue Angebote weiterentwickeln und gucken, was auch auf uns und unseren Träger auch einfach passt. Ja, also mir hat das total gut gefallen, dieses Wohnangebot bei euch in München. Ich bin echt am Überlegen, ob man euch auch mal besuchen darf. Müsste mal, aber später dann irgendwann mal, wenn Corona vorbei ist. Ja, ich glaube, dann kriegt man auch noch mal ganz andere Eindrücke, wie das Leben so zusammen tatsächlich ist. So, und ich nominiere Bettina. Ja, also mir hat das auch total gut gefallen. Auch die Einblicke da mit der Haus-WG, da waren ganz gute Anregungen, wie man das da irgendwie entwickeln kann. Das fand ich sehr spannend. Ja, mit den Herausforderungen auf dem Land. Also wir haben ja unseren kleinen Arbeitskreis schon, also wir hatten ja auch schon zwei Treffen mittlerweile und da sind wir auf das eine oder andere natürlich auch schon gestoßen. Ja, das hat das jetzt nochmal sozusagen bestätigt, dass das wirklich Herausforderungen sind. Ich habe schon gedacht, weil die Wesermarsch ist ja, wie gesagt, meinte Anne ja gerade schon auch sehr langgezogen, ob man vielleicht doch dann ganz am Rande der Wesermarsch im Süden ist ja Oldenburg, das ist ja eine Studentenstadt, vielleicht kann man so noch gerade auf dem Land, aber doch angrenzend an eine Stadt oder so. Genau, vielleicht irgendwie in so eine Richtung. Hatte ich dann irgendwie gedacht und was ich sehr spannend fand, wenn man das jetzt ambulant machen würde, dass dann doch das Heimgesetz da irgendwie mit involviert ist, das fand ich jetzt total spannend, hat mich ein bisschen irritiert. Naja, aber auf jeden Fall viele, viele Punkte fand ich spannend und ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ja, dann Evelyn wähle ich aus. Ja, ich fand es heute auch super spannend. Danke, Nadja und Fridolin. Mir liegt das Ganze sehr am Herzen, weil ich finde ja auch gerade hier auf dem Dorf, die Eltern und auch die jungen Menschen mit Behinderung haben halt einfach auch das Bedürfnis, eine andere Wohnform jetzt zu bekommen, ja, und nicht in den alten Strukturen da weiter zu hängen und mit dem Bundesteilhabegesetz ja auch einen Anspruch darauf zu haben. Deswegen müssen wir ja auch in diese Richtung denken und das kann ich mir aber gut vorstellen mit so einer Haus- und Hofgemeinschaft. Ja, dann nominiere ich Sabine. Ich nehme ganz viel positive Energie mit, die mir jetzt hilft, da am Konzept weiterzuarbeiten und freue mich auf die nächsten Treffen und herzlichen Dank an euch alle und an das Engagement von Lars und Tobias. Muss ja nominieren. Anne war noch nicht dran. Ich nominiere Anne. Na, nee, Anne nicht. Wer war noch nicht dran? Gulz Kahn. So, Gülcan. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr spannend. Vor allem, ich bin neu in diesem Bereich und das war alles neu für mich. Sehr interessant und sehr ausführlich. Vielen Dank. Und ich nominiere Kim. Ja, also ich fand es auch echt interessant. Das, was ich glaube ich vor allem mitnehme, ist, dass so ein Projekt sehr viel Zeit
beansprucht und dass das nicht innerhalb von 2-3 Monaten alles organisiert werden kann. Genau. Aber hat mir sehr gut gefallen. Dann nominiere ich Xenia, die war wahrscheinlich. Anne ist leider schon raus, weil ihr Laptop ist abgestürzt. Ne? Dafür entschuldigt sie sich. Ja, aber ich nehme total viel mit. Vielen lieben Dank. Und ich fand total toll, ein Praxisbeispiel zu sehen. Vielen Dank auch dafür, Nadja und Fridolin. Und ja, also ich bin trotz allem optimistisch, dass wir das auch in der Wesermarsch hinkriegen. Trotzdem der großen Hürde, die wir zu meistern haben. Und ich glaube, ich war die Letzte, oder? Last but not least. Und Nadja und Frido waren noch. Genau, und Nadja und Frido. Wenn du wieder Last sein willst, dann müssen natürlich Nadja und Frido erst anfangen. Ja, wir schieben uns noch rein. Ja, wir freuen uns voll, dass es euch so gefallen hat. Wir hatten schon auch so Momente jetzt, wo wir uns dachten, so, was wollen wir euch denn jetzt eigentlich über das Landleben erzählen? Aber wenn ihr was mitnehmen könnt, dann ist es ja genau richtig. Wir sind gespannt, was dann bei euch so rauskommt, was man dann so hört. Ja genau, mir hat das voll Bock gemacht, mich damit noch näher zu beschäftigen, obwohl ich ja hier in der Stadt wohne, aber oft durch die Wesermarsch zum Beispiel fahre, weil da Freunde wohnen, die auch ein Kind haben mit Down-Syndrom und die wollen auch irgendwann mal anders wohnen. Würde auch gerne an dem Thema weiterarbeiten und nochmal kurz, die Heimaufsicht ist dann raus, ne, beim selbstbestimmten Wohnen, nicht, dass ich da was durcheinander bringe. Die ist grundsätzlich immer raus, nur man muss es halt selbst organisiert machen. Das war jetzt nochmal so. Und wenn man es nicht selbst organisiert macht, ist die Heimaufsicht dann wieder drin. Und mit den Verträgen, die muss man trennen. Und das ist aber schon, da muss man trotzdem einmal sich den Wisch besorgen und so weiter, ne? Habe ich so verstanden. Ja, genau, da kommen wir jetzt ins Detail. Manchmal sagen die Pflegekassen, ihr kriegt den WG-Zugang nicht, dann besorgen wir erstmal den Wisch von der Heimaufsicht. So was kann eigentlich passieren. Und das ist natürlich Geld, was man braucht. Gut. Aber wie gesagt, ich fand es total inspirierend. Vielen Dank an euch nach München. Ja, super. Dann bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr alle da wart. Viele haben schon im Chat gefragt. Die Aufzeichnung wird jetzt fertiggestellt und laden wir dann hoch und schicken dann den Link rum. Und ansonsten, falls ihr nicht schon zu Hause seid, wünsche ich euch einen schönen Nachhauseweg und einen schönen Feierabend. Danke, ebenso. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Anne, du bist doch nochmal da.